Shalom und willkommen zu der dieswöchigen Ausgabe der Tourismus Namibia Live Show. Mein Name ist Frank Steffen, wie Sie sehen können, und ich bin der Redakteur von Tourismus Namibia sowie natürlich von der Allgemeinen Zeitung. Und ja, auch in dieser Woche bringen wir Ihnen wieder einige Nachrichten und ich habe auch ein paar Ausflugsziele ausgesucht beziehungsweise Urlaubsziele. Und dann zuletzt haben wir diesmal vor allen Dingen so einen kleinen Leckerbissen für die, die so etwas mögen. Ich habe den Old Wheelers Club besucht und habe mich da unter anderem auch mit dem Vorsitzenden unterhalten. Aber als erstes haben wir natürlich unsere Topics, also unsere Themen für die Woche. Bevor wir nun den Abstecher machen, gucken wir nun mal, was der Markt uns zu bieten hat. Willkommen zurück. Ja, und in dieser Woche habe ich wieder drei Themen herausgesucht. Das erste können Sie gleich sehen anfangs. Das erste Foto ist eben von unserem Joseph Heilwer, der ist Leiter der Forstwirtschaftsabteilung des Umweltministeriums. Und der hatte neulich, also das ist der mit der Schere in der Hand, gab kürzlich den offiziellen Startschuss für das Pilotprojekt. Im Englischen nannten sie das Commercialization of Bush Biomass in Communal Areas. Es geht darum, dass man eben nachhaltig die Biomasse auch in den Kommunalgegenden nutzen will. Und dieses fand statt in Oca Carrara. Also das Projekt soll zur Erprobung geeigneter Methoden zur Ernte und Verarbeitung der Buschbiomasse beitragen. Und eben indem man nachhaltige Holzkohleproduktion eben in diesen Gebieten neu einführt, da wo es das noch nicht gibt. Und ich denke, das ist eine starke Sache, zumal die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, also die GIZ, das eben auch unterstützt und gemeinsam mit dem Umweltministerium und dem sogenannten Debushing Advisory Service, das ist eine Unterabteilung der Namibia Biomass Industry Group, also NBIG, das ist, wofür das steht. Ja, die sind eben mit technischer Expertise dabei und geht halt wirklich darum, dass man nicht nur in den kommerziellen Farmgebieten sowas macht, sondern dass man tatsächlich das auch weiterhin in den Kommunalgebieten anfängt. Und das ist wichtig, denn wenn wir oben, also diese Gegenden Oma Hecke bis hoch ans Buschmannland nehmen, da ist reichlich Busch. Und ich weiß, es gibt Gegner dieser Initiative, die eben meinen, dass das wäre nicht nachhaltig durchführbar. Auf der anderen Seite, wir wollen ja gar nicht unbedingt die ganze Welt und ganz Deutschland damit versorgen, sondern wir wollen nur so viel herstellen, wie wir auch tatsächlich nachhaltig, das ist die Betonung, hier eben abforsten können bzw. ernten können und damit wir eben auf Dauer da ein bisschen nach vorne arbeiten. Ja, und dann gibt es, ja, ich weiß nicht so richtig, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, die Elefanten. Das hier ist halt nur ein generisches Bild jetzt eben oben aus dem Norden. Aber Afrikas Elefanten werden jetzt neuerdings in zwei Kategorien eingeteilt. Und zwar ist das die Weltnaturschutzunion, also IUCN, die den afrikanischen Waldelefanten auf die rote Liste gesetzt hat. Und er gilt jetzt also vom Aussterben bedroht, die höchste der drei Gefährdungsstufen. Und wogegen der Savannenelefant, wie er hier in Namibia eigentlich nur vorkommt, also oder nicht nur vorkommt, also wir haben nur Savannenelefanten, der ist auf der zweithöchsten Gefährdungsstufe als stark gefährdet betrachtet. Und ja, es ist eigentlich sehr wichtig, dass man eben diesen Unterschied macht, denn sie sind tatsächlich, es gibt da einen genetischen Unterschied zwischen Wald- und Savannenelefanten und deswegen ist diese Neuzuordnung absolut gerechtfertigt. Ferner ist es dann auch so, dass eben der afrikanische Waldelefant in den letzten drei Jahrzehnten um 86% geschrumpft ist,
wogegen eben der Savannenelefant in 50 Jahren um 60% zurückgegangen ist. Beides keine guten Nachrichten, also was den Rückgang anbetrifft. Aber auf der anderen Seite wenigstens wird etwas unternommen. Und ich denke, gerade in dieser Zeit, wo wir so oft hier auf dieser Show das Thema Recon Africa, also die Gas- und Ölexploration oben im Kavango haben, denke ich, ist das sehr wichtig, dass wir auch solche Sachen ein bisschen beachten. Denn das ist ja genau, was das Problem ist. Das ist, warum es den Widerstand gibt. Die Elefanten im Kavango, das ist eben die Gegend, wo es die letzten großen, wirklich großen Herden von uns aus rüber nach Botswana rein, nach Sambia, Zimbabwe und natürlich Angola. Und das wäre echt schade, wenn wir eben diesen großen Wildbestand und der Elefanten jetzt minimieren, nur weil wir wieder nicht aufpassen. Schade, wenn man ein Erfolgserlebnis nachher nicht ausnutzen kann. Ja, und dann haben wir natürlich mal wieder unsere Nashörner. Schade, es hat eben wieder drei mutmaßliche Nashornschmuggler erschienen am Montag vom Amtsgericht in Ondangwa und erhielten immerhin diesmal keine Kaution. In meinen Augen absolut der richtige Entschluss, denn der Leiter der Blue Rhino Task Force, also das ist eine Sonderabteilung der Polizei, Kommissar Barry de Klerk, er konnte uns dann immerhin mitteilen, dass Pendapala Hermann bereits auf Kaution sich auf freiem Fuß befand. Der Pendapala Hermann ist einer von denen, die vor einigen Jahren groß auffielen wegen der 33 Nashornhörner, die in Uchu beschlagnahmt wurden. Also das Thema ist noch nicht ausgekocht, der Fall ist noch nicht abgeschlossen, aber Herr Pendapala Hermann ist schon wieder scheinbar dabei, zumindest so sieht es aus. Ferner dabei war auch noch ein Polizist, Michael Morongo, man staunt, der Kriminalpräventationsabteilung der namibischen Polizei in Otjiwarongo angehört und dann zuletzt ein Alfons Chukuru aus der Oshana-Region, also oben im Norden. Naja, die werden jetzt am 19. Juli nochmal vorgeführt. Bis dahin müssen wir jetzt hoffen, dass wirklich dann also dass die Kaution weiterhin verweigert wird. Denn das wäre ja der Hammer, wenn so etwas immer wieder vorfällt und diese Leute brauchen nicht sich zu verantworten. Die wurden ja bei Umuthia, also das ist ziemlich weit oben im Ovamboland, wurden die gleich hinter Oshivelo wurden die verhaftet. Und ja, es zeigt nur wieder einmal, was wir ja schon so oft besprochen hatten. Jeder von uns geht immer gerne davon aus, dass es Chinesen nur sein müssen, die unsere Nashörner wildern. Nein, der Chinese ist halt derjenige, der die Nachfrage hat, das ist ganz klar. Aber es sind am Ende unsere eigenen Leute, die diesen Mist anfangen und immer wieder beim Wildern erwischt werden, beziehungsweise im Besitz dieser Hörner, wenn sie sich irgendwo auf dem Weg befinden, wo sie das wahrscheinlich dann an Chinesen oder andere asiatische Völker verkaufen wollen oder Schmuggler halt verkaufen wollen. Und ja, kann man nur hoffen, dass sich die Zahl in Maßen hält. Schade, es ist gerade März vorbei und jetzt sind wir schon wieder dabei, solche Fälle zu melden. Aber hoffen wir, dass es besser wird. So, und als nächstes haben wir dann unsere Destinations-Rubrik. Also es geht da wieder um die Ausflugziele bzw. Urlaubsziele. Und da habe ich Ihnen zwei Themen rausgesucht. Willkommen zurück und als erstes möchte ich Ihnen schnell einen kleinen Videoschnitt oder beziehungsweise ein aufgenommenes Gespräch anbieten. Ich hatte mit einem Sunday Nelenga, das ist der Leiter des Harap Urlaubsresorts unten im Süden, gesprochen. Geht eben darum, NWA ist natürlich die einzige Organisation, die unten am Harap-Damm eben auch Bungalows und so weiter anbietet und auch verschiedene
Formen der Unterhaltung insofern, Formen der Unterhaltung insofern, ja, was heißt Unterhaltung? Unterhaltung wohl kaum, die Unterhaltung gestalten Sie selber. Aber es können halt Ausflüge unternommen werden, man kann da auf Hiking-Trails gehen, auf der anderen Seite gibt es da auch Game Drives und naja, das ist natürlich Wasser wie nie zuvor oder wie seit Jahren nicht mehr. Die Regensaison dieses Jahres war natürlich phänomenal und für den Harap bedeutet das, dass der ständig zu 70% voll bleibt. 70%, ganz einfach, weil komischerweise in den 70er Jahren, wo es schon mal große Niederschläge gab, hat damals der Damm Strukturschäden erhalten. Nicht so, dass er morgen gleich weggeht, aber er darf nicht mehr zu 100% gefüllt werden. Also seitdem, ich kann mich seit meiner Kindheit erinnern, war das immer das Thema, rechtzeitig Wasser ablassen. Denn das Auffanggebiet ist riesig. Und jetzt ist das Risiko so oder so kleiner, jetzt wo der Neckartaldamm weiter unterhalb ist, wenn man dann tatsächlich Wasser rauslässt, das geht dann nicht gleich den Bach runter, wenn man es mal so ausdrücken darf. Naja, wie gesagt, ich sprach mit Zander in der Länge, gucken Sie sich das selber an. Okay, today we tried to get hold of Harap Resort down in the south. Unfortunately, it is a bit difficult to have a proper connection through to them. So what we did is we spoke to the local resort manager, and it's Sunday in the Lenge, and he's been prepared to speak to us. So, hi Sunday, are you available? Hi Frank, good to hear from you again. All of us. Yeah, this was a bit difficult today. So let's see how we can get this thing finally going. I just wanted to hear from you. You guys obviously spent a lot of time and energy and money on getting Harap Resort to offer more to the local tourism as well as the people from overseas, actually to all your customers. Tell me a bit more. Thanks, Frank. That is indeed. I must tell you that COVID-19 just came at the right time that all resorts or hospitality industries, we have to change obviously our modus operandi, that things are no longer the same, that the source market has been closed and the local market actually is what we have to rely on. We are very much thankful that the local market has been keeping us going. And I think that because of the locations and the distance, especially from Windhoek, which is just 1.5 hours, has been actually at our advantage. And we can't thank enough actually that we will have the locals supporting us. So just to confirm, you drive roughly 2.5 hours from Windhoek to Harap, is that right? Correct, and that is indeed. Okay, now tell me quickly your offer. What is it that you offer to the customer that maybe just wants to stay over for the night or even for 2 or 3 nights? Frank, I must say we have guest beds in the region. We have the biggest camping site in the have about 5 different accommodations. We have what we call the master spring. We have the IP that can take about a family of four. We have the family chalet that can take a family of four. We have the bush chalet that is actually can take a couple. And then we have a camping site. So we have a lot actually to offer. Beside that, we have one of the most amazing with the great view of the dam that is held up restaurant. Built obviously in the early 70s and still obviously giving you the most amazing cuisine and the most amazing views when you are there. Okay, but customers that come in, they have braai facilities, they can walk around, enjoy the view and or drive around, or is driving not permitted? The fact that we don't have many, let's say, a big game besides obviously rhinos, and have dangerous games like the lions and the elephants that give our clients a great opportunity. It's a great exercising area. It's a park that one can walk, it's a park that one can drive around.
And beside that, we have one of the biggest swimming pool that people can actually refresh. Mind you that the South is known for having a very hot weather, and the temperature can definitely goes to as maximum of 45 to 48 degrees Celsius. When you think of that, the first thing that should actually come in your mind is refreshing in a nice and cold pool. Yeah, and then tell me, how does that work? Can people actually go there with their speedboats and ski on the dam? 100%, 100%. I should actually tell you that even though we can also offer especially the boat cruise, we happened that in 2018, the dam level was very low, and we ended up actually taking our boats to Popa Fall, where the Kavango River definitely doesn't dry up, and we are now in a process of getting it back. What we are encouraging currently, if a person, if a client have his own boat, they are more than welcome, obviously, to bring their own boat so that they can, you know, play with the water. Okay, so the Hard Up Queen is on its way back. We'll be there to Hard Up Country very soon. Be back with you. And I tell you that we have been receiving an overwhelming request for her, that when the people get, they want to definitely get in, they get in, and what's happening there. Okay, so tell me, in the long run, you will thus have those Hard Up cruises back in place again, but then on the other hand, do you also offer game drives? Offer game, we do offer hiking trail. And in actual fact, I must tell you, since the sport is more open for activity, for exercising, people came there obviously for motorcycling, people came there for the ridings. It's an amazing place. It's actually a place that one want to go there, one want to just leave the big city and have fun. Okay, so in other words, if a normal Namibian would go there now just to camp, what would he expect to pay? We are running a specials now, Frank. If I have to tell you about the price, I am afraid that obviously I will have the whole flooded. But I must tell you that we are running a special that is running at a 70% as we are talking. It was actually first designed for the 31st Independence that we ended up now extending to cover the East weekend. So I must tell you that the prices are nothing. But hey, we can't wait to see you guys coming up there. No, good stuff. I hope you've got more inquiries this way. And if the people want to contact you, or not you personally, but Hard Up, what's the best way to do it? Yeah, it seems we've broken up and lost contact here. Hi. Way is that No, unfortunately, we've lost contact there, but we'll be sure to, amongst other, include a contact number and some details, because we're obviously running a slideshow, as we've spoken to Sunday now. So. But yes, the Hard Up Dam is full as never before, or hasn't been that full for years on end. These days, it's not being allowed to be fuller than 70% just to play it safe, because in the 70s, at one stage, it was basically running over. And there's some concern that the structure would not be able to hold 100% filling. But be it as it may, Hard Up is still a very enjoyable place. And apart from only the Hard Up Resort, there are obviously many other places which you can visit while you're down there as well. So Hard Up, an ideal stopover and or a good fun for a weekend. So go there, find out, contact NWR. Ja, und das war Hard Up Dam, also der Resortleiter da. Wir hatten eigentlich versucht, ihn ein Live-Mitschnitt zu bringen aus Hard Up. Doch leider war das wegen ungenügender Stärke des Wi-Fis war es einfach nicht möglich. Und dann habe ich am Ende den Sunday selber angerufen. Und er hat uns dann ausgeholfen. Er befand sich zufällig in der Nähe von Windhoek. Aber Sie sehen ja, selbst da war der Empfang nicht unbedingt der beste.
und hoffen wir aber trotzdem, Ihnen so ein bisschen Nachrichten mitgebracht zu haben. Einfach nur mal von den Leuten selber hören, was da los ist, statt dass ich Ihnen hier jetzt was erzähle und Sie sich nicht ganz sicher sind, was es wirklich da gibt. Die Fotos stammen übrigens von NWA, die haben wir halt nur aufgereiht als ein kleines Video, damit das ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet ist. Ja, machen Sie sich ein Wochenende da. Ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht so verkehrt ist, vor allen Dingen, wenn Sie ein Boot haben, jetzt oder nie. Jetzt kann man weit rein. Ja, und dann habe ich Ihnen was anderes mal mitgebracht, denn natürlich, wir berichten gerne über verschiedene Ausflugsziele hier im Lande, eben wo es dann wahrscheinlich irgendwo Elefanten und Löwen und ich weiß nicht was alles gibt. Aber es gibt ja auch andere Ziele. Es muss ja nicht immer alles gleich sein. Und ich fand, es war die Mühe wert, Ihnen zu berichten von Weißenfels. Das ist die Weißenfels Gästefarm, die ist 110 Kilometer westlich von Windhoek, so wie man auf der C26 Richtung Gamsberg fährt. Und es ist halt ein typischer Ort, wo man auch mal schnell einen Kampf aufschlagen kann oder beziehungsweise auch ein bisschen reiten kann und so weiter. Es gibt da verschiedene Angebote, die die haben. Es ist halt eine typische Gästefarm. Es ist also keine Hunting Lodge, keine Game Lodge, sondern einfach nur mitten in der, am Namme Brand hat man dann halt diese Art Bungalows. Das ist halt auf dem Weg zum Gamsberg, wie gesagt, Solitaire, Sossusvlei, Namib Naukluftpark generell, nicht? Und hier, das hier fand ich interessant. Da gibt es dann, hier ist der Winston Retief, der macht seit Jahren, managt er diese Gästefarm zusammen mit Rosie Rohr. Und eins ihrer Spezialitäten sind diese Labyrinthe. Und da geht es darum, wie er schon sagte, Leute, das ist scheinbar eine spezialisierte Urlaubsform, wie sie vor allen Dingen drüben auch sehr gemocht wird. Er hat da sehr viele Menschen, die von drüben zu Besuch kommen. Und die dann gerne sich in dieses Labyrinth hineinfinden. Und wie auch hier jetzt eben, das ist alles in diesen Granitfelsen, alles so schön gemacht mit den Treppen und so weiter. Das hier ist natürlich dann morgens zum Frühstück. Alles so Angebote, die sie da haben. Das ist, was er eben meint hier, Winston Retief, das ist er im Foto nochmal. Das ist am Damm. Er möchte gerne, dass die Leute die Seele baumeln lassen. Und wie er sagt, es geht um Leute, die entweder beten wollen oder meditieren wollen oder einfach nur nah an die Zukunft, an die Natur wollen. Einfach mal was anderes, seelische Gesundheit. Und ich denke, in der Zeit von Covid-19 ist das mindestens so wichtig, wie sich einen Löwen anzugucken oder einen Elefanten. Dies einfach mal ausruhen, einfach gar nichts hören, totale Ruhe, Weite, in die Natur blicken oder abends in den Sternenhimmel. Ich finde, solche Sachen sind auch wichtig und hoffe, ich habe Sie da so ein bisschen auf einen anderen Weg gebracht. Weißenfels Gästefarm heißt sie. Ich sprach in der Woche mit Winston und er meinte nur, Frank, ich bin nicht mehr die typische Gästefarm. Ich mag das nicht mehr, weil wir verbringen zu viel Zeit, Kosten auszurechnen und den Leuten da Vorschläge zuzuschicken. Und dann kommen die Leute nicht. Er möchte lieber Leute, die wirklich dieses genießen, also nicht unbedingt den Preisvergleich ständig nur machen und ja, wie weit und wie nicht, wie nah an Windhoek, sondern einfach mal, was kann ich Ihnen bieten? Und da kann er jede Menge bieten. Er sagt, und deswegen, wir sind inzwischen eine Spezialisten-Gästefarm, will er das mal nennen, wie gesagt, mit den Labyrinthen und so weiter, mit den Rundfahrten und alles ist dabei, aber er macht alles viel kleiner. Er hat momentan vermietet er selten mehr als 2 Bungalows. Wer campen will, der kann jederzeit kommen, man muss halt nur vorher anrufen oder Bescheid geben und sich ein bisschen erkundigen. Also nicht nur wild drauf losfahren und sagen, gut, hier ist eine Gästefarm, hier halte ich mal kurz an. Und denn er spezialisiert sich vor allen Dingen auf Fahrradtouren, auf Motorradtouren, alles so Leute, die als größere Gruppen kommen wollen, die hat er dann gerne bei sich und dann bietet er diese Sachen teilweise als Gruppe eben auch an. Aber wie gesagt, trotzdem auch als Einzelne dürfen Sie gerne anrufen, aber die arbeiten ungern noch mit Agenturen, sondern eben lieber persönlich mit Ihnen oder mir oder wem immer. Ja, und das ist die Weißenfelsfarm. Das sind dann unsere Destinations heute. Als nächstes, und deswegen hatte ich die Show so ein bisschen kürzer gehalten, habe ich einen ziemlich langen Mitschnitt. Ich war nämlich neulich zu Besuch im Old Wheelers Club hier bei Windhoek und habe mich da ein bisschen mit den Leuten unterhalten. Und der Anlass war
was sie nennen, Bonnets ab, also Kühlerhauben hoch, und da konnte man sich dann mal die Maschinen alt und jung angucken. Jung insofern die, die schon wieder restauriert sind und in Ordnung gebracht wurden. Und dann eben gab es auch manche, ja, wo man eben sah, dass das Ölleck eben doch noch da teilweise zu erkennen ist. Aber darum ging es gar nicht. Es geht um den Spaß, es geht um das gemeinsame Interesse. Und ja, als nächstes eben to the point. To the point, also wie gesagt, unser normales Thema ist es nicht unbedingt, aber man kann zum Old Wheelers Club, kann man sich auch einbuchen für ein schönes Abendessen, so als Abschluss, bevor man Namibia verlässt, beziehungsweise es gibt da dann auch Kontaktadressen, und dann wäre einer von den Mitgliedern bereit, schnell das Museum zu öffnen. Das kann man wahrscheinlich im Voraus auch also organisieren. Und dass man dann als Gruppe da hinkommt und sich mal das Museum anguckt und einfach mal sieht, dass es auch in Namibia Leute gibt, die die sogenannten Petrolheads, wie man so gerne sagt, die dann eben diesen Club in Gang halten und eben ihre Autos auch in Ordnung halten. Hier ist das Video. Okay, wir sind live. Und zwar sind wir hier beim Old Wheelers Club hier in Olympia. Und im Bild sehen Sie, ist Rainer Rusch, Vorsitzender vom Old Wheelers Club hier. Ja, guten Morgen erstmal. Guten Morgen, ja. Ja. Und heute ist ja also Bonnets Up. Was habt ihr da alles vor? Haben wir unseren Bonnets Up, den haben wir so alle paar Monate. Jeder kann sein Auto bringen, jeder kann vorbeikommen, die schönen alten Autos angucken. Eintritt ist frei. Auch für Autos und für Zuschauer. Unsere Küche ist schon dabei, leckeres Essen vorzubereiten. Ja. Kaltes Bier und Getränke gibt es natürlich auch. Und ja, wir hoffen, dass wir wieder eine schöne Auswahl an Windux Oldtimern hier sehen heute. Ja, und wie sieht das aus im Jahr insgesamt? Was für Programme habt ihr noch? Wir haben fast jeden Monat eigentlich was am Gange. Entweder hier stationär beim Club, so wie heute die Ausstellung, oder sonst fahren wir irgendwo rum. Das war das circa 2 Wochen, waren wir in Dordabis. Samstagmorgen alle rausgefahren von so 16 alte Autos. Der älteste war ein 1941er Chevrolet Bucky. Haben dann da schön beim Farmerverein was gegessen und sind dann wieder zurückgefahren den Nachmittag. Der zweite war mit dem Bonnets Up. Und dann Habt ihr noch Rallyes? Ja, mal nur normale Ausfahrten. Das haben wir jetzt am 11. April, unseren Breakfast Run.
Ja. Fahren wir hier irgendwo raus auf eine Farm, da was frühstücken. Die Dordabis Rallye war wieder eine Timed Rallye, ja, wo man dann, es ist ein bisschen challenging. Ja, denn da geht es nicht darum, so schnell wie möglich zu fahren, sondern genau in der richtigen Zeit anzukommen. In der richtigen Zeit anzukommen und seine richtige Geschwindigkeit zu halten. Ja. Da muss man mal langsamer fahren, sind wir 40 Kilometer oder 34 Meilen die Stunde, dann wieder ein paar Kilometer schneller. Und wichtig ist halt, dass man wirklich konstant seine Geschwindigkeit hält. Ja. Was natürlich nicht so einfach ist bei den alten Autos, wo die Tachometer auch nicht so. Erstens mal nicht in Ordnung sind. Und zweitens mal, sagen wir ganz ehrlich, manchmal dann stehen sie auch und werden heiß und muss man erstmal wieder aufholen, denke ja, ich. Ja, wir hatten eigentlich da Glück, da hatten wir keine Probleme, keine Ausfälle. Alle Autos wunderbar gelaufen. Das Problem haben wir eigentlich mehr im Sommer hier in Windhoek, wenn man langsam fährt, dann. Ach so, wenn man nicht richtig ausfahren kann und die nicht richtig kühlen können, ja. Ja, nee. Und wie ist das heutzutage eigentlich mit Membership, also Mitgliedschaft? Wie verhält sich das da? Mitglied kann eigentlich jeder hier werden. Mhm. Jemand, der ein Fahrzeug älter als 25 Jahre hat, kann ein sogenanntes Full-Member werden. Okay. Mit Stimmrecht. Ansonsten haben wir auch eine soziale Membership hier. Ja. Da braucht man kein Auto. Kann man sich nur das sind für die wie ich, nur ein Bier trinken wollen. Die ein Bier trinken wollen, eine schöne Atmosphäre genießen, unser Museum angucken. Ja, genau. Unser Museum ist jeden Samstag von 11 Uhr auf, okay. Von 11 Uhr bis 2 Uhr oder sonst auf Ansprache. Also wenn man dann anruft, dann kann man einfach, dann wird das aufgemacht. Ja. Ja, muss man halt vorher buchen und muss man gucken, wie es reinpasst. Ja. Kann dann geöffnet werden? Wer macht das dann? Wir haben ja verschiedene von unseren Mitgliedern, okay. Haben wir Zugang und können das dann machen. Wir haben auch öfter Sessions hier mit NBC zum Beispiel oder hatten neulich die Museumsvereinigung hier. Und dann auch ihre Leute durchs Museum, durch unser Museum genommen haben. Ja, das ist doch eigentlich ganz, ganz schön soweit. Und ist das eine Mitgliedschaft, die zunimmt? Oder, ist doch, das also? Wir haben fast jeden Monat mindestens einen neuen Antrag, in der Regel zwei, drei. Und wie viele Mitglieder habt ihr momentan? Wir sind jetzt circa 560 Mitglieder. Wow, das wären doch eine Menge. Der größte Teil davon ist Full Members, also mit alten Fahrzeugen. Okay. Dann ein paar auch internationale Mitglieder. Die halt eben einen Bezug zu Namibia und zum Old Wheelers haben und dementsprechend. Habt ihr überhaupt Kontakt international so mit anderen Vereinen? Sehr viel, ja. Wir sind auch affiliiert in Südafrika an die Southern African Vintage Vehicle Association. Okay. Und international dann auch bei der FIBA, nicht der Fußball-FIBA, sondern Auto-FIBA. Ja. Sind wir auch affiliiert, wir auch regelmäßig Kommunikation kriegen und das natürlich auch mit unseren Mitgliedern dann teilen können. Okay. Technisch Tipps und Tricks oder nur Berichte, was läuft in anderen Ländern, wie machen die ihre Ausfahrten und so weiter. Ach so, und dann natürlich auch, wie man am besten an Teile rankommt und so weiter. Teile auch. Ja. Teile und sag, hier dieses Museum, ich meine, das ist ja nicht mehr ganz klein. Ich denke, ich hatte nie erwartet, dass das eines Tages mal so voll sein wird. Und wie sieht das aus? Diese Autos gehören aber noch Leuten. Ja, wir als Club selber haben nicht eigene Fahrzeuge, so die ganzen Fahrzeuge, die hier stehen, gehören unseren Mitgliedern. Wir versuchen regelmäßig neue Fahrzeuge auch reinzukriegen, dass man immer wieder was Neues hier hat. Ach so, also die stehen nicht permanent unbedingt? Nicht permanent hier. Wir dachten auch erst, dass wir fast zu viel Platz haben werden, aber inzwischen müssen wir schon wieder anbauen. Schon mal anbauen, ja. Ja, und das kostet ja auch alles ein bisschen Geld. Kostet alles ein bisschen Geld. Ja. Aber die Anfrage ist riesig und da sieht man auch wieder, was für schöne Autos wir haben. Und Mitgliedschaft, was kostet das? Mitgliedschaft, wenn man ein altes Fahrzeug hat, ist 480 Namibia-Dollar im Jahr. Was ja eigentlich erschwinglich ist. Ja, wir versuchen das auch so günstig wie möglich zu halten. Die Autos kosten ja auch, ist auch so. Ein bisschen was. Das ist ein teures Hobby, ja. Ja, nicht so teuer. Kommt drauf an. Wenn man viele Sachen selber machen kann, dann hält sich in Grenzen. Ja. Wenn man alles machen lassen muss, dann, ja. Dann wird es teuer, ja. Dann wird es ein bisschen teurer. Oder natürlich, wenn was kaputt geht. Hm. Unsere Social Membership ist 460 Dollar im Jahr. Also ist nur ein kleiner Satz weniger. Ja. Nee, okay. Weniger. Ja, und heute, wie lange geht das dann? Je nachdem, wie viel Leute hier sind, zumindest bis um 3 Uhr, wahrscheinlich bis um 4 oder vielleicht sogar um 5 Uhr heute. Naja, ja, dann wollen wir das mal genießen. Ich werde natürlich später hier rumlaufen und noch einige andere Aufnahmen machen. Aber ich danke dir auf jeden Fall erstmal für dieses kleine Gespräch. Gut, dann sehen wir uns wieder. So.
Old Wheelers, ja, das war's. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ist ja nicht das typische Tourismus-Gesprächsthema, aber auch solche Vereine muss man ja besucht haben. Ob ich nun ein Museum oben in Grootfontein oder Zummelt besuche oder eins hier in Windhoek, ich denke, das ist ziemlich gleichbleibend. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß daran und würde mich freuen, Sie in der nächsten Woche wieder unterhalten zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Tschüss.